a-sachsen.de. Nochmal guten Morgen, Christoph Schneider. Guten Morgen. Ich hatte eigentlich einen Vertrag, das was groß geschrieben ist, als Moderator und Redakteur und klein gedruckt ist, dass er das Versandzentrum übernehmen muss, wann immer Böttcher und Fischer ein Buch rausbringt. Ja. So geht los. Hat er. Ja, das ist das Büchlein, was Sie für 10 Euro überall im Handel erwerben können. Ja, der Lebenshilfe rund um die Ehe und Beziehung zwischen Mann und Frau. Da gibt es ja Kleinigkeiten, die, sage ich mal, nicht immer rund laufen. Und wenn Sie vielleicht eine kleine Signatur noch haben wollen oder das Büchlein bei Ihnen nicht erhältlich ist, dann können Sie das bei uns auch im Internet bestellen oder am Telefon. Mhm. Überall sitzt Christoph Schneider. Überall. Er macht Ihre Bestellung. Packt ja, wie viel Tausend hast du schon eingepackt? Du zählst schon gar mehr, wa? Hintereinander weg. So, ja. Heute soll es mal der Wirtschaft für Sie machen. Ich soll das einpacken? Ja. Was muss ich denn da machen? Also ich habe mit natürlich die Umschläge. Das sind Umschläge, ja. Die sind ja noch verpackt, ja. Die sind noch verpackt? Ja. Muss ich aufmachen hier wahrscheinlich, oder? Das ist nicht alles Handarbeit. Naja, freilich. So. Machen wir erstmal die Umschläge. Ja. Vielleicht nimmst du erstmal das Buch zur Hand. Ja. Was? Guck doch, wie das Schwein ins Uhrwerk. Das ist das Buch. Ach, das ist das Buch. Das ist das Buch. Mann und Frau im Team, die böse Beziehungsfibel. Wo kommt denn hier die Batterie rein? Ja, ab dann passt das ein. Man, du musst erstmal diesen Umschlag auseinanderfalten. Ja, ich muss. Oder wird erst gestempelt. Es gibt ja eine Technologie, das alles wirklich. Wird ja, na, da kann er sich jetzt einen Workflow raussuchen, wie ihm das gefällt. Ja, ja, die im Versandzentrum, die haben eine eigene Sprache. Für wen ist das jetzt? So. Das Buch wird nach Schkeuditz gehen. Nach Schkeuditz? An wen denn hier? Sagen wir, hat ihn bestellt. Ja. Michael Keppert hat bestellt. Aus Schkeuditz. Auf Bedingung, er wollte es umsetzen. Hat er bezahlt schon? Das ist schon bezahlt, die Rechnung ist also auch schon geschrieben. Ich habe also schon kontrolliert, ob das Geld eingegangen ist, habe die Adresse rausgesucht, habe die Rechnung geschrieben. Auch Vorarbeiten, die Kleinigkeiten habe ich schon erledigt. Das ist doch zugeklebt hier alles. Nee, also musst du hier das Fenster erstmal öffnen. Welches? Hier. Das hier? Ja? So. Das muss man rausbrechen, ja? Das ist gestanzt. So. Dann gibt es dazu einen Briefumschlag. So mache ich das bei Amazon übrigens auch. So. Ja, da kommt jetzt erstmal der Brief noch in den Umschlag. Der Brief hier an, also wo die Rechnung hier, also wirklich so knicken, dass es Drittel, genau. Ja, ich, deshalb, das mache ich, das kenne ich. Ja. Dann muss von der Adresse aber durchs Loch gucken. Ja! Richtig. So, warte mal. Das ist jetzt also erstmal der Brief hier. So, das ist schon mal gut. Das sieht gut aus hier. So. Warte, muss ich zukleben? Ja. Oder? Ist das hier mit Spucke oder? Darfst doch so machen. Okay. Ja, schön. Ich habe da mal fett wegen der Zunge geschnitten. Beim Anlecken. So, das ist doch Brief und ja, klar. Der Brief, der muss jetzt aber so hier reingelegt werden, dass du die Adresse vorne noch lesen kannst. Ach, in diese Pappe auch noch rein? Ja. Das ist ja doch eine Bastelarbeit, ja. Während hier der junge Pionier bastelt, zeige ich ganz schön nochmal die Bestellhotline. Das ist die 01805 77 77 60. Ja. Oder Sie gehen ins Internet, nehmen sich Zeit, es dauert heute ein bisschen länger. Ja, wenn Sie es bis Ostern haben wollen, kann ich Ihnen gleich sagen, das wird nicht. rsa-sachsen.de. So, und jetzt hier weiter. Sieht gut aus. Ja, jetzt das Buch. Das muss unterschrieben werden. Habe ich doch schon. Ich habe hier. Fisch, Fisch, du hast wieder nicht unterschrieben hier. Ja. Hier. Mache deinen Wille hinein. Mache ich sehr, sehr gerne. So. Was kostet eigentlich der Versand, wenn man so ein Buch sich schicken lässt? 3 Euro kostet es. Wenn man 2 sich schicken lässt? Kostet es immer noch 3 Euro. So. Ab 3 Bücher wird es dann teurer, weil die relativ dick sind. Ich habe den Namen vergessen, ich wollte ziehen. Das ist der Michael Keppert. Lieber Micha. Komm, mache hin hier, das Buch muss raus. Dieses Buch. Also an uns liegt es nicht, dass sie das Buch nicht kriegen. Hand verpackt von Böttcher. Das interessiert den. Super. So. Was ist heute für Tag? Der 21. Nee, nein, der 20. Heute ist Frühlingsanfang. 12. Ja. So, damit er weiß, wie viele Wochen es gedauert hat, bis das kriegt. So. Dann kommt immer noch Aufklärer mit rein. Oh, noch. Ja, Werbung muss sein für RSA. So. Ja, so. Und jetzt? Jetzt wird das wirklich. Jetzt musst du das hier aufstanzen. Das hier? Ja. So. Auf der anderen Seite auch. Jetzt passt das Buch da genau rein. Hä? Da ist Luft. So, hier musst du jetzt so. Auf der anderen Seite machst du es bitte selber. Hab ich doch schon. Na, hier so ein. Ach, hier auch noch. Sie merken schon, Christoph Schneider hat 2 Kinder zu Hause. So. Das sind wirklich Bastelarbeiten. Ja, so passt das schon. So, hab ich, ja. Und jetzt? Hier hinten auch? Nee, das ist okay. Jetzt einmal rumziehen. Einmal rum. Nochmal. Umdrehen. Lösen. Das hier? Das ist ja, damit es klebt. So, herrlich. Das ist jetzt verpackt? Naja, fast. Und da macht ihr so Gewässer wegen so ein bisschen Mist. Fehlt ja noch was. Fehlt dir noch was? Was fehlt denn nur noch hier? Absenderstempel? Nee, das sollten wir immer nicht drauf machen, wegen der Reklamation. Absenderstempel? Nee, dann machen wir keinen Absender drauf. Na, Mensch, ja, mach mal. Kriegen wir es doch wieder. Wo müssen wir hin? Na, so hier, schön, ja. Wunderbar. Ja. Eine Briefmarke? Oh, noch? Na, aber. Ach, wir bezahlen selber, Bruder. Das ist doch. Ich dachte, das ist schon mit. Hier unten die nächste. Wo denn? Ja.
So. Das ist eine Gefümmelherde. So, hier drauf, muss ich die anlecken? Die kannst du so da drauf kleben. Da sind die weit, da ist schon Kleber dran heutzutage. Das war jetzt eine. So, 5 Minuten hat es gedauert jetzt gerade. 650 weitere warten heute auf dich. Ach, ich habe dann zu tun heute. Schön. Und während der Meister Böttcher jetzt zum Briefkasten geht und eine lange Musik spielt. Kann mir gleich noch Gold ins Wort. Ich möchte an dieser Stelle mal wirklich allen ehrenamtlichen Einpackern herzlich danken hier aus dem Team Christoph. Sag mal allen Bescheid, die das nebenbei während der Arbeit machen. Ja, schön, wie jeder mal reinschnittet und einfach mit. Das ist wirklich schön. Und wenn Sie... Gerne geschehen. Dann bestellen wir, wie gesagt, gibt es überall im Handel für 10 Euro oder bei uns heute vom Böttcher persönlich verpackt. Hier auf rsa-sachsen.de oder auf der Telefon-Hotline. Da gehst du, ach, übrigens, jetzt, du musst an der Hotline jetzt gehen. Ach, ich muss jetzt an der Hotline. 01805 77 77 60. Ja, da machen wir es fertig. Halt's nochmal schön in die Kamera. Hier, ich habe schön verpackt. Hier, so sieht das aus. So kriegt ihr das nach Hause. So ist schön. Ich wünsche Ihnen, dass Sie niemals ein Oster- oder Weihnachtsgeschenk vom Böttcher eingepackt kriegen.